Jo, herzlich willkommen Leute. Ich bin Matthias, das ist meine erste Video-Review für DisneyCentral.de. Es soll heute gehen um den neuen Pixar-Film, Die Unglaublichen 2, den ich bereits sehen durfte. Deshalb noch einmal herzlichen Dank an Disney Deutschland und auch an Friendly Pear für die Möglichkeit, diesen Film schon so früh zu sehen. Denn das ist für mich als Fan natürlich eine ganz große Ehre. Ich möchte anfangen mit dem Intro, um ganz genau zu sein. Ihr kennt das ja normalerweise, ihr wisst ja, wie ein Pixar-Film anfängt. Erstmal kommt das animierte Disney-Schloss und das Disney-Logo und dann kommt die Luxo Junior-Lampe und das Pixar-Logo erscheint. Beides gibt es auch dieses Mal wieder, deswegen keine Sorge, es hat sich nichts geändert. Aber sagen wir mal, es ist ein kleiner, aber unglaublicher Touch dabei. Als ich das gesehen habe, kam mir schon die Gänsehaut. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Film. Der Film geht los, da wo der erste Film aufhört. Es hieß zuerst, der Film spielt 10 Jahre nach dem ersten Film. Das war, um uns auf die falsche Fährte zu locken. Die Unglaublichen 2 fängt genau da an, und zwar genau da an, wo der erste Film aufhört, mit dem Angriff des Tunnelgräbers. Wir haben 14 Jahre darauf gewartet, zu sehen, wie der Tunnelgräber besiegt wird, ob der Tunnelgräber besiegt wird. Ich verrate nichts, es gibt keine Spoiler. Das Geile am Opening ist aber auch, wir sehen die Unglaublichen wieder in Action. Und wir merken aber auch, ja, sie haben sich im ersten Film deutlich eingespielt, aber es ist immer noch eine Familie. Und eine Familie hat nach wie vor auch mal seine Schwierigkeiten. Während die Unglaublichen definitiv ihre Superkräfte auf ihren Seiten haben, ist es alles eine Frage des Zusammenhalts, ob das Ganze auch wirklich passieren wird. Die Unglaublichen 2 fühlt sich so an, als wäre ich 14 Jahre zurück in die Vergangenheit gereist. Als ich im Kino saß, hat sich es wirklich genau so angefühlt, als ob ich gerade als Kind den ersten Teil zum ersten Mal gesehen hätte. Das Geile an diesem Film ist, der erste Film war hauptsächlich oder zum großen Teil eine Geschichte auch um Bob, sprich Mr. Incredible. Der zweite Teil ist eine Geschichte über Elastigirl oder Mrs. Incredible oder Helen. Das sind einfach zu viele Namen. Natürlich, die ganze Familie steht im Vordergrund und jeder hat seinen Part. Aber Elastigirl steht dieses Mal wirklich im Mittelpunkt. Denn sie steht vor einem ähnlichen Problem wie Bob im ersten Teil. Bob musste sich ja damals aus seinem Alltag herauskämpfen und wollte wieder Mr. Incredible werden. So, in diesem Film ist es ähnlich, aber doch komplett andersrum. Wir haben Mrs. Incredible, die wieder zurück ist, die eine Superheldin ist. Sie hat Syndrom besiegt mit ihrer Familie. Sie steht alle im Rampenlicht, das heißt, jeder kennt sie. Sie möchte das Ganze aber eigentlich gar nicht, denn Superhelden sind immer noch illegal, auch wenn sie damals den Tag gerettet haben. Sie steht jetzt aber vor dem großen Dilemma, dass sie die Möglichkeit hat, Superhelden wieder legal werden zu lassen. Aber dafür muss sie tatsächlich diese Gesetze brechen. Auch um ihre Familie zusammenzuführen, muss sie sich von ihrer Familie erstmal verabschieden. Das heißt, sie steht dort in unglaublichen Konflikten. Das, was wir damals mit Bob gesehen haben, geschieht dieses Mal kind of umgekehrt mit Elastigirl. Aber auch eine einzelne, noch so starke Superheldin braucht ihre Superhelden-Familienmitglieder. Die Unglaublichen 2 ist einfach durch und durch ein Sequel zum ersten Film. Alles, was irgendwie noch offen war, kommt wieder vor. Wir haben das Opening, was den Angriff des Tunnelgräbers darstellt. Wir haben Violettas Boyfriend, Violettas Crush, wie auch immer man es nennen möchte. Wir haben das Haus der Unglaublichen, oder der Parts, wurde zerstört im ersten Film. Das heißt, in diesem Film haben sie kein Haus. Wir haben Jack-Jack. Wir wissen schon, er hat Superkräfte. Er hat aber auch nicht nur eine Superkraft, er hat auch nicht zwei Superkräfte. Wie viele Superkräfte sind, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, mitten im Film wird einmal erwähnt, dass er 17 Superkräfte hatte. Die Familie weiß das Ganze aber noch nicht. Das wird sich auch ändern. Das kriegt ein süßer kleiner Waschbär als erstes zu spüren, leider. Auch von den Charakteren sind alle wieder mit dabei. Egal, wer euer Favorit aus dem ersten Film war, er ist wieder mit dabei. Wir haben natürlich einmal die ganze Familie. Paar Frozone. Er ist wieder mit dabei und er steht schon ein in die Show, das muss man schon sagen. Wir haben Edna Mode dabei, natürlich. Wir haben Rick Dicker mit dabei. Wir haben Tony mit dabei. Wen haben wir noch? Wir haben im Grunde alle Charaktere mit dabei, die im ersten Teil eine Rolle gespielt haben, aber nicht tot sind. Sorry-Syndrom. Und vor allem, wir haben auch neue Charaktere natürlich, denn jede neue Story braucht auch neue Figuren. Ich möchte jetzt auch über 4 spezielle Charaktere sprechen, die eine größere Rolle gespielt haben und die mich auch, doch die mich auch sehr angesprochen haben. Wir haben einmal Winston. Winston ist der CEO einer Telekommunikationsfirma. Er hat großen Einfluss. Er kämpft letztendlich dafür, dass Superhelden wieder
legal werden. Dann haben wir Winstons Schwester Evelyn. Evelyn ist einfach ein geiler Charakter. Ist komplett anders als ihr Bruder. Beide sind definitiv smart. Er ist eher der Geschäftsmann und sie ist die Erfinderin. Wie sie einfach in den Raum hereinstolpert, wie sie sich auf den Tisch setzt und die Beine verschränkt oder Arme auch verschränkt, das ist einfach nur geil. Also diesen Charakter mochte ich wirklich sehr. Dann haben wir, sagte ich eben schon, einige neuen Superhelden mit dabei. Unter anderem auch Void. Void ist eine Anfängerin als Superheldin. Sie kann tatsächlich was ziemlich Cooles. Sie kann machen, dass hier ein Wurmloch entsteht und hier das nächste. Das heißt, wenn ich hier mit meinem Arm reingehe, kommt der Arm hier wieder raus. Ist eine sehr witzige Geschichte, wird auch wirklich cool in die Story mit eingenutzt. Das heißt, freut dich auf Void definitiv. Super Shock ist auch wieder mit dabei natürlich. Und zwar ist das dieses Mal der Screenslaver. Der Screenslaver benutzt Bildschirme, deswegen Screen, um Leute zu versklaven. Seht ihr? Screenslaver. Also, ich bin gespannt, ob sie das übersetzen im Deutschen oder ob es so bleibt, weil Bildschirmschoner, Sklave, Bildschirmsklave. Kommen wir zur Musik. Die Musik im ersten Film fand ich grandios. Ach, ich denke nur daran, ich krieg Gänsehaut. Es sind ein paar geile Tracks dabei und ich bin normalerweise einer, der nimmt die Musik nur im Hintergrund wahr. Dieses Mal hatte ich aber wirklich einige Male, das habe ich bewusst wahrgenommen. Oh, Moment. Der Track ist richtig geil. Eine Frage möchte ich tatsächlich noch beantworten. Eine Frage, die ich mir auch vor dem Film gestellt habe. Seit die Incredibles damals rausgekommen ist, hat sich ja gerade im Superhelden-Genre so viel getan. Wir haben seitdem 20 Marvel-Filme gehabt und die Frage ist natürlich auch, wie verhält sich die Incredibles 2, also die Unglaublichen 2 in diesem neuen Genre? Die Antwort ist, nein, es ist kein animierter Marvel-Film, auch wenn es beides Disney Companies sind. Es ist einfach ein reiner Pixar-Film, ein Disney-Pixar-Film. Das heißt, ja, wir haben hier Superhelden mit dabei, wir haben Kämpfe, wir haben Abenteuer, wir haben alles mit dabei, aber letztendlich geht es immer noch um die Familie, um den Familienzusammenhalt. Kommen wir zum Fazit. Wir haben 14 Jahre auf die Unglaublichen 2 gewartet. Haben sich diese 14 Jahre gelohnt? Um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz. Ich habe mich echt sehr, sehr gefreut auf diesen Film. Ich hatte wirklich riesige Erwartungen. Es ist ein wirklich toller und guter Film. Er wird schon von vielen Kritikern gefeiert. Was ich letztendlich am Film zu kritisieren habe, ist, es war eine gelungene Fortsetzung, aber mir fehlte tatsächlich ein eigener Antrieb. Es hat sich nicht wie sein eigener Film angefühlt und das ist mein einziger Kritikpunkt. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr den ersten Teil mochtet, wenn es euer Lieblingsfilm war, wenn ihr gerne gesehen habt, wenn, was auch immer, wenn ihr ihn einfach nur gesehen habt, guckt euch den zweiten Film an. Einfach eine tolle Erweiterung für dieses Universum. Und vor allem sind auch einige Easter Eggs wieder mit dabei. Das heißt, haltet die Augen offen, ihr werdet einige kleine Details sehen, die in keinem Pixar-Film nicht fehlen dürfen. Freut euch auf den Film, die Wartezeit ist es definitiv wert. Ihr werdet auch diese letzten 3 Monate noch überstehen und dann könnt ihr euch wirklich auf diesen Film freuen. Vielen Dank, dass ihr mir bei meinem ersten Video zugeschaut habt. Wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, sagt mir Bescheid. Ich werde versuchen, ab sofort einige Videos zu posten. Das können Reviews sein wie dieses hier. Das können Berichte sein von meinen Trips in die Disney Parks. Das können auch einfach nur News sein. Ich werde immer, wenn ich Lust dazu habe, werde ich ein neues Video machen. Sagt mir, was ihr sehen wollt. Ich freue mich darauf, euch zu sehen. Bis dann!